Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Das hier ist Folge 580 und wir sind hier wieder mit Serana zusammen in Badenfell unterwegs im Tel'vanni-Gebiet. Da haben wir noch die Geschichte mit den versklavten Argoniern in Ordnung zu bringen. Wir waren das letzte Mal in Badenfeld zu sehen, in Folge 574 und 575. Und da hat uns ja die... Wie lange müssen wir denn noch warten? Da hat uns ja die Argonia zur Assassine gemacht. Je nachdem, welchen Lösungsweg wir verwendet haben, lief es trotzdem beides danach hinaus, dass ihr Widersacherin sterben musste. Ja, es gab also zwei Wege, den Weg des Assassinen und den Weg der Diplomatie. Und auch der Weg der Diplomatie endete letztendlich damit, dass die Person sterben musste. Jetzt reden wir mal mit Eoki und er sagt uns, wie es weitergeht. Seid gegrüßt, meine Freundin. Seid ihr gekommen, um hinaus aufs Wasser zu schauen? Ich hoffe, es bringt etwas Trost. Die salzige Brise brachte mir sonst immer Hoffnung, aber heute nicht. Geht es euch gut, Eoki? In Ordnung? Ich stehe noch immer unter der Knute der Dunkelelfen. Meine Eigeschwister bekommen nichts als Quamagrütze zu essen. Wir warten und warten und dann geschieht nichts. Ich weiß, dass mein Herz sich sehr um unsere Befreiung bemüht, aber die Sonne versinkt hinter dem Horizont. Meine Leute können nicht ewig warten. Vorher schien dir noch so zuversichtlich, dass Sonne im Schatten euch befreit. Was ist geschehen? Ich vertraue ihr. Es ist nur so, dass... als sie vorschlug, die Regeln der Tel'vanni gegen sie zu verwenden, erschien mir das weise. Aber Mord? Entflohene Khajiit wieder einfangen? Ich fürchte, sie hat die gute Sache aus dem Blick verloren. Ich muss mit ihr sprechen. Könnt ihr sie für mich suchen? Also diese entflohenen Khajiit wieder einfangen, da kann jetzt Sonne im Schatten nichts dafür, Eoki. Das ist eine andere Geschichte. Da sind wir ausgetrickst worden. Ich werde zu ihr nach Hause gehen und es ihr sagen. Und zwar nicht von Sonne im Schatten, sondern von einem... Sie soll mich bei Tel'Naga aufsuchen. Sondern von einem der Tel'vanni. Ja, die haben uns glauben lassen, dass wir die Beute zurückholen oder wieder so ähnlich war das, glaube ich. Und in Wirklichkeit haben wir sie auf der Spur der geflüchteten Khajiit-Sklaven gebracht. Das war aber nicht Sonne in Schattens Schuld, glaube ich zumindest. Hoffe ich. Ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich das nicht mit abschließender Sicherheit sagen. Ob sie das nicht zumindest billigend in Kauf genommen hat. Also diese Sonne im Schatten verändert sich mehr und mehr. Die findet mir zu viel Gefallen an den Lebensstil der Tel'vanni. Ich fürchte, wenn die erreicht hat, was er will, also Ratsmitglied ist, dann hat sie sich schon so sehr an das Tel'vanni-Leben, an die Tel'vanni-Regeln gewöhnt, dass er da nicht mehr rauskommt aus der Nummer. Schauen wir mal. Durchsucht das Heim von Sonne im Schatten. Da ist ein Zettel. Tagebuchseite. Ich bin mir sicher, ich habe denselben dunkelhäutigen Typen schon mehrmals in der Nähe meines Hauses gesehen. Versucht da vielleicht ein Rivale mich auszuspionieren? Vielleicht hat sich Ralassas Tod herumgesprochen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich werde mit Serana über meine Bedenken sprechen. Also mit mir. Ist da jemand? Hilfe! Ich bin gefesselt! Ja, ist recht. Du bist auch noch 2 Minuten länger gefesselt und... ja... mach sie wenigstens keine Dummheiten, wer immer da auch krakeelt. Erledigen. Eine Nachricht an Magistra Terrana schicken. Dienste anbieten. Restlichen Nachtschatten destillieren und lagern. Das ist eine Giftpflanze. Was macht die damit? Bestellung. Ja, gut. Sie hat ja ihre Rivalen vergiftet, ne? Ich fürchte,
Sie gewöhnt sich an diese Art der Diplomatie. Bestellung bei Alchemisten aufgeben. Brauche im Augenblick kein Supulus. Schank wird im zum Tor zu Gerüchten über Ralassa befragen. Mit Magister G. Vergeltung üben. Anmerkung. Bestechungsgeld erhöhen. Er war hilfreich. Vielleicht zusätzlich ein Geschenk. Termin beim Schneider. Forschungsaufzeichnung zum Magister Firut schicken. Nicht vergessen, auch Gerald grüßen zu lassen. Oh, mein Leseskill heute ist irgendwie... ja. Das mobse ich ihr jetzt. Bisher haben wir jedenfalls noch keine nennenswerte Belohnung gekriegt dafür, dass wir ihr dauernd helfen. Aha. Du bist keine Telvanni. Du bist nicht mal eine Elfe. Was ist denn mit dir los? Den Acht sei Dank. Ins Reich des Vergessens mit diesen verdammten Magiern. Kein Gold der Welt ist eine solche Behandlung wert. Was ist hier geschehen? Wo ist Sonne im Schatten? Sonne im Schatten hatte mich gebeten, ihre Maße für ein neues Kleid zu nehmen. Kurz nach meiner Ankunft platzte eine Horde von Telvanni-Schlägern durch die Tür und schleifte sie davon. Einer von ihnen rief etwas von wegen Tel Arun. Mehr weiß ich nicht. Bitte befreit mich einfach. Ich nehme an, sie haben sie zurückgelassen, damit ich darüber informiert werde. Das ist bestimmt Teil des Plans. Sonst hätten sie sie als Mitwisserin. Oh, Skripseli. Ich bin zu spät. Ich würde sagen, das ist eine Bretone-Schneiderin. Jetzt gucke ich mich da unten nochmal um, ob da noch ein Hinweis ist. Bevor ich mit dem Kasper da oben rede. Aber hier ist... nichts. Der Ofen, der hat was. Du schon wieder? Ja, nun, ich bin gekommen, um Sonne im Schatten zu warnen. Doch es scheint, als wäre ich zu spät. Ich schätze, ich sollte auch euch warnen. Mein geliebter Meister Mucera Gotrin ist verärgert. Im Sinne von verstimmt? Oh ja, verärgert. Außerordentlich. Magister Gotrin hat mich zum Mund befördert. Aber er trauert noch immer um Ralassa. Und wie ihr sicher wisst, wandelt sich Trauer oftmals zu Zorn. Anscheinend stößt sein sanftes Gemüt an seine Grenzen, wenn man seine Diener ermordet. Ja, das ist unpraktisch, weil dann muss man sich neue Diener besorgen. Ne? Dann ist das sein Werk. Ich glaube, seine Diener haben Sonnenschatten entführt. Schade, dass ich es nicht früher hergeschafft habe. Ich hatte gedacht, die Zeit würde seine Wut vielleicht abmildern. An eurer Stelle würde ich mich schleunigst nach Tel Arun sputen. Mucera Gotrin hat große Achtung vor Mut und Offenheit. Wenn ihr direkt mit ihm sprecht, erfahrt ihr womöglich eine bessere Behandlung. Mucera Gotrin heißt die? Es gibt ein Kochrezept, Muceras Reue. Ob das irgendwie damit zu tun hat? In Ordnung, ich werde Magister Gotrin einen Besuch abstatten. Geht ruhig weiter. Ich warte hier ein bisschen. Besser, jo, wenn man sich nicht zusammensieht. Nichts für ungut. Ist, glaube ich, ein Getränk, dieses Muceras Reue. Ich dachte, ich könnte das mal hier ganz kurz abchecken. Was ist mit dem Kanonenofen da unten? Auch keine Kochstelle. Schade. Naja. Ah, Tel Arun da hinten hin. Gut, dann mein... Ich halte mal wieder die Kamera ein bisschen flacher für euch, dass ihr die Landschaft ein bisschen besser sieht. Was ist? Keine Ahnung, was ist. Was soll sein?
Glück alles Wasser hier so flach, dass ich durchreiten kann, sonst wird sich das ziemlich in die Länge ziehen. Jedenfalls fällt Serana hier weniger auf als in meiner anderen Chars. Aus naheliegenden Gründen, ne? Die haben also auch, ja. Die Wache wieder, die durchgerödelt werden wollte. Was ist denn hier los? Seht ihr, was er mir angetan hat? Das ist eine Frechheit. Ich bin eine freie Telvanni. Geht und spricht mit Magister Gotrin. Verlangt, dass er mich auf der Stelle freilässt. Seid ihr in Ordnung, Sonne im Schatten? Ich bin unverletzt. Aber ich bin wütend und ein bisschen eingeschüchtert. Gotrins Männer haben mich aus meinem Heim in Sadrit Mora verschleppt und durch ein Portal geradewegs hierher gebracht. Und dann hat Gotrin angeordnet, dass ich in einen Sklavenkäfig gesteckt werde. Ich, eine freie Telvanni. Hört, hört, sie bezeichnet sich schon als freie Telvanni, ne? Ja, ich bin gekommen, nachzuhorchen, ob ich den Magister dazu bringen kann, euch freizulassen. Moment. Als ich euer Haus durchsuchte, kam Arin Sendrul vorbei, weil er euch warnen wollte. Was steckt denn da dahinter? Ah. Das war ein Kontakt, dessen Pflege sich wirklich gelohnt hat. Er ist bestimmt auch ein bisschen besorgt, aber wahrscheinlich nicht weiter in Gefahr. Trotzdem wird er nicht versuchen, mir zu helfen. Ich kann es ihm nicht verübeln. Er hat gerade erst sein Ziel erreicht, Gotrins Mund zu werden. Ja, ich bin gekommen, um nachzuhorchen, ob ich den Magister dazu bringen kann, euch freizulassen. Ihr seid eine wirklich treue Freundin. Ich hatte schon ein wenig die Hoffnung verloren, hier drin eingesperrt, ohne jegliche Informationen. Ich soll mich wie eine Sklavin fühlen, wie ein Niemand, wertlos. Seid gewarnt. Sein Plan besteht wahrscheinlich darin, dass ihr etwas für ihn tun sollt, damit er mich freilässt. Ja, klar, was sonst? Ich werde jetzt gehen und mit ihm sprechen. Seht ihr, was er mir angetan hat? Das ist eine Frechheit. Ich bin eine freie Telvanni. Geht und spricht mit Magister Gotrin. Verlangt, dass er mich auf der Stelle freilässt. Ja, ja, eine freie Telvanni. Ich finde das ein bisschen bedenklich. Willst du mich aufhalten? Der Magister erwartet euch. Viel Glück. Aha, ich werde schon erwartet. Na gut. Und die andere Wache, die durchgerödelt werden wollte, ist nicht mehr hier. War ein lustiger Dialog irgendwie. Werde ich wohl nicht vergessen. Gut, wir sollen den Aufzug benutzen. Glaubt ja nicht, dass ich hier Angst vor euch habe. So schrecklich vorhersehbar, ihr und eure Exenfreundin. Das glaubst du nur. What's up? Ah, die Mörderin erscheint. Ich sollte euch dafür danken, dass ihr mir den Ärger erspart habt, euch aufspüren zu müssen. Euch Bauern zuzuschauen, wie ihr gegen das Unausweichliche ankämpft, ist erschöpfend. Hallo, Bauer? Ich hab Molag Bal den Arsch versohlt und du kriegst auch noch dein Fett weg. Warum habt ihr Sonne im Schatten eingesperrt? Vergeudet meine Zeit nicht mit leicht zu durchschauenden Täuschungsmanövern. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ihr damit davonkommt, meinen Mund zu töten? Ich sehe alles. Eure unbeholfene Intrige bildet da keine Ausnahme. Wenn ihr euer Leben und das eurer Freundin retten wollt, werdet ihr eine Aufgabe für mich durchführen. Also meine Intrige war das ja nicht, ne? Was soll ich für euch tun? Magister Oteri hat vor ein paar Wochen eine Entdeckung gemacht. Ein Relikt oder ein Dwemer-Gerät vielleicht. Er weigert sich, mich in die Einzelheiten einzuweihen. Deshalb sehe ich mich dazu verleitet, mir diese Einzelheiten mit Gewalt zu verschaffen. Stehlt seine Notizen aus Telnaga und überbringt sie meinem neuen Mund Arid.
Das glaube ich ja nicht, ne? Wenn ich die Notizen besorge, sind wir dann quitt. Werdet ihr Sonne im Schatten freilassen? Das hängt davon ab, welche Informationen ihr beschafft. Sind sie nützlich, können wir die Bedingungen für die Freilassung der Echse besprechen. Ein größeres Versprechen werdet ihr mir nicht abbringen. Seid dankbar dafür, dass ich euch die Chance einräume, wieder gut zu machen, was ihr mir angetan habt. Ich finde schon noch einen Weg, dich über den Tisch zu ziehen. Dank euch konnte der Pakt Vivex von Farn verteidigen. Na, siehst du, sogar seine Wachen kennen mich. Also eigentlich wäre das für Serana überhaupt kein Problem, diesen komischen Käfig da zu zerstören. Und die paar Wachen... Hallo? Also wirklich. Wären jetzt auch nicht das Problem. Aber gut, lösen wir es eben notgedrungen so. Was bleibt man das übrig? Wenn Serana jetzt ein gewisser... namenloser Held wäre, würde sie da einfach durchrumpeln? Also Anspielung auf Gothic, ne? Und einfach mal so alles platt machen. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ah, natürlich gehe ich instinktiv in die falsche Richtung, ist ja logisch. So, Kamera wieder flach halten für euch. Für schönere Landschaftsbilder. Oh, das muss mit. Und damit habe ich auch diesen Fundort markiert. Ich fürchte, da kommen... Doch, das klappt. Da stehen auch solche Käfige rum. Was? Die sind mir bisher nicht aufgefallen. Naja. Ich bin immer gespannt, wie die Storyline ausgeht. Ob es uns gelingt, die Sklaven zu befreien oder... Oder ob die Telvanni uns austricksen. Sind halt Meister der Intrige, ne? Queststatus. Vielleicht sollte ich mal schauen, ob ich Optionen habe. Ja, ich könnte zum Beispiel die Tagebuchseite manipulieren. Aber hier, das lässt sich. Ich bin sicher nicht hier nach oben eingeladen. Ab mit euch. Na gut. Aber ansonsten sind sie nicht besonders nachtragend. Ich nehme an, der direkte Weg ist versperrt. Nutzen wir mal die Möbel als Deckung. Beste Waren zu fairen Preisen. Ich habe doch Unsichtbarkeitstränke. Die werde ich hier wohl brauchen. Aber jetzt muss der erstmal weg. Kaufen, verkaufen, handeln.
Machen wir es uns leicht. Obwohl, sie könnte ja... Sie hat ja diesen Schattendings da. Das gefällt mir gerade nicht. Der Typ kriegt, was er will. Diese Tagebuchseite nämlich. Kann ich die lesen? Ich habe auf etwas mehr Kreativität gehofft. Wie viel ist denn das? Ich glaube, das sollten wir lesen. Das ist questrelevant, oder? Mehrere Seiten des Tagebuchs sind herausgerissen, doch viele Aufträge blieben erhalten. 22. Regenhand, das müsste Herbst sein, ne? Es sind nun fast 2 Jahre, doch endlich ein Durchbruch. Trotz einiger anfänglicher Fehltritt konnte ich die 3 Klangkristalle zu einem einzigen Hauptprisma zusammenführen. Wenn ich erreichen kann, dass es beständig schwingt, ohne zu brechen, kann ich ihm vielleicht eine Klangwelle entlocken. Wäre das nicht eine Jahrhundertentdeckung? 3. Sonnenhöhe. Endlich hat das im kleinen Maßstab durchgeführte Experiment Ergebnisse hervorgebracht. Ein dezenter Klang, der weder in den Ohren der Menschen noch der Meer als störend empfunden wird, für die Quama jedoch angenehm wirkt. Das Prisma scheint den Klangkräften widerstandslos standzuhalten. Hätte dies Einfluss auf das feinere Hörvermögen der Bestiensklaven, die in der Mine arbeiten? Sollte dieser Einfluss negativ ausfallen, ließe sich dieser mit einem anderen Vorteil aufwiegen. Das Problem ist die Tragfähigkeit. Wie lösen wir es? 17. Herdfeuer. Ich zwang mich heute, etwas Demut zu zeigen. Ich wäre wahrlich ein Narr, wenn ich weiter an diesem Prisma arbeite, wenn er ein Schatz voller Dewema-Artefakte in Münzanchend Staub ansetzt. Noch ein paar mehr Jahre des Herumexperimentierens und ich kann vielleicht einen stabilisierenden Schutz für das Prisma entwickeln. Aber wenn man es mit Klangmagie zu tun hat, findet man keine besseren Werkzeuge als die, welche die Dwemer zurückgelassen haben. 19. Herdfeuer. Dieser aufgeblasene Arsch Gotrin heuchelte Interesse an meiner Arbeit. Er muss irgendwo in Sadrit Morat oder gar unter den Bediensteten in meinem Turm einen Spion gehabt haben. Seine Fragen waren zielgerichtet, eher würde ich noch mit der verrückten alten Fledermaus in Telmora eine Partnerschaft gehen als mit Gotren. Es ist wohl besser, wenn ich detaillierte Informationen dort verwahre, wo neugierige Augen ohne oder allzu gesprächige Spione sie nicht sehen. 21. Abenddämmerung. Endlich konnte ich den Dwemer-Stabilisator installieren. Die Quama stoßen immer wieder daran... Ich bezweifle, dass eine Fehlkonstruktion sonderlich viel Schaden anrichten würde, doch wenn man mit einem unbezahlbaren Klangprisma hantiert, ist immer Vorsicht geboten. 14. Abendstern. Dieses dumme Mädchen, diese Anna Arovinde, sie kam in meinen Laboren in Mützanchend ganz aufgeregt wegen irgendeiner Entdeckung dort und trug nur die Kurbel bei sich. Sie legte die anderen Befestigungsteile weg, um sich Notizen zu machen. Sie ist klug, aber so verdammt zerstreut. Ich sollte sie die Gegenstände zurückbringen lassen. Ich latsch doch nicht durch die ganze Ruine und suche Einzelteile zusammen, um die anderen 3 Teile des Maschinenschlosses zu finden. Sie hat großes Glück, dass meine große Maschine gerade reibungslos läuft. Okay, ich fürchte, der wird sich mit dieser Tagebuchseite nicht zufrieden geben und von uns noch verlangen, dass wir dieses Klangprisma für ihn besorgen. Aber schauen wir mal. Es ist ein Sprech mit Adrit Sendrul, ja, das können wir tun. Da seid ihr ja. Ich wusste einfach, dass mein Meister sich euch gegenüber gnädig zeigen würde. Habt ihr etwas für mich? Ich habe, wie versprochen, Oteris Tagebuch beschafft. Hier ist es. Gut gemacht. Ich glaube, mein Meister möchte persönlich mit euch sprechen. Versucht ihn nicht böse zu machen, ja? Wartet. Gotrin ist hier. Ah! Ah!
Nun, das wird auch Zeit. Kommt, Dienerin. Ihr habt das Tagebuch geborgen. Das war kompetent. Aricht hat es. Ah ja, das ist Oteris Tagebuch. Seine Handschrift ist sogar noch schlimmer geworden. Dann ist das also ein Dwemer-Artefakt. Ein zusammengefügtes Klangprisma. Aha, das klingt richtig spannend. Anscheinend hat er es in seiner Quamamine von Zalkensul verstaut. Ihr werdet es für mich holen. Ja, habe ich erwartet. Ihr meintet, ihr würdet Sonne im Schatten freilassen, sobald ich euch das Tagebuch bringe. Es schaut irgendwie schräg aus, da... Der spielt da den Dia-Projektor, beziehungsweise, ja, wie auch immer. Das habe ich nie behauptet. Bin ich mit eurer Arbeit zufrieden, lasse ich mich vielleicht dazu bewegen, eure Freundin freizulassen und eure Missetaten zu vergessen. Aber täuscht euch bloß nicht. Ich habe euch kein Wort gegeben, das ich halten müsste. Geht nach Zalkensul, beschafft das Prisma und bringt es danach zu mir nach Tel Arun. Gut, ich breche hier mal ab und werde den Dialog in der nächsten Folge nochmal wiederholen, damit die Information im Video ist. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.